Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 22 Mighty. Und heute könnte es interessant werden, denn es geht nach Spa. Oh, das sieht aber jetzt auch nicht unbedingt so. Das Wetter macht mir da auch ein bisschen Sorgen jetzt. Also die Vorhersage hat gesagt, es soll trocken sein, aber naja. Gott, ey, ich liebe Spa, aber das kann eigentlich nur eine Katastrophe werden. Ich habe mich da jetzt nicht getraut, mich mit Fullspeed durchzufahren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, lol. Okay. Diesmal bin ich auf dem Gas geblieben. Okay, just 2 laps of fuel remaining now. Kurz verschaltet, aber kein Problem. Let's go, Alter. Schade. Das hat nicht funktioniert. Guter Run des Stein. Aber egal, das ist trotzdem Pole. Mit fast einer Sekunde Abstand auf Pole. Läuft. Achso, ja, gucke ich nochmal hier rein. Wir hatten irgendwas, genau, das fehlgeschlagen war. Das machen wir. Ja, und dann machen wir noch eins hiervon. So. Dann ins Rennen. Welcome along then to the Belgian Grand Prix, the race that gave us the maiden victory for the Jordan team back in 1998. And in the same team, the phenomenal debut of a young Michael Schumacher. There's always something special just around one of the many corners of this fan favorite circuit. Spa-Francorchamps today, a circuit that spans 4.35 miles. There are tons of elevation changes along the way too. 19 corners making up this circuit, with 9 of those to the right and the remaining 10 to the left. This track's a great one for fans of pure speed, and the average lap speed comes close to a whopping 145 miles per hour. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The professor lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, Sebastian Vettel, and Hamilton, Norris, Russell, Fernando Alonso, and Charles Leclerc, Gasly, Ocon, Valtteri Bottas, and Mick Schumacher, Joe, Albon,
Kevin Magnussen and Yuki Tsunoda. Ricciardo, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Stroll, Latifi and Jack Aitken. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track. And alongside me once again for coverage of today's race is none other than the great Anthony Davidson. We should talk about Williams. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Perfect. Okay, incredible parking there, nice one. Verdammt. Ja, da hat er mich. Gerade gebremst? Ist der bescheuert? Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Alter, ist der verrückt? Der bremst einfach in fucking Orange. Verstappen, ey, du hast du doch nicht mehr alle. Das ist jetzt schlecht. Na, aber ich kann immer noch mit Fullspeed durch Orange durch. Schade. Da habe ich auch ein bisschen früh gebremst gerade. Ja, war es. Ich weiß, Jeff. Das ist mir selber auch aufgefallen. Naja. Ich hau hier halt immer noch schnellste Runden raus, ne? Auf alten Reifen mit dem kaputten Kunden. Ich werde den Flügel nicht reparieren. Ganz ehrlich, wenn ich hier immer noch schnell zu Runden raushauen kann, dann wird er wohl nicht so langsam sein, dass ich dadurch Probleme bekomme. Ganz ehrlich, ich ziehe von Verstappen weg. Ja gut, wenn ich die Kurven vernünftig nehmen würde, würde ich wegziehen. Und ich hau schnell zu Runden raus, da brauche ich den Flügel nicht wechseln. Okay, Verstappen ist auch reingekommen. Nein! Das hat mich Zeit gekostet. Gab Probleme beim Stopp. Okay, aber nicht allzu viel. Wir haben einfach 10 Sekunden auf Leclerc. Auf Verstappen. Okay. So, vorletzte Runde. Ich versuche gleich in der letzten Runde nochmal eine richtig geile, schnelle Runde rauszuhauen. Vielleicht kommen wir ja in die 1,50er. Das wäre nice.
Deshalb habe ich in dieser Runde jetzt auch mal kein ERS eingesetzt, damit ich gleich einen schönen Vorrat habe. Weil meine Reifen scheinen halt gar nicht so krass kaputt zu sein, weil ich fahre halt immer noch recht gute Zeiten. Durch meine Zeit letzte Runde. Das ist innerhalb von 3/10 von meiner Bestzeit. Was halt die schnellste Runde ist, also. War nicht so gut. Okay, hat das gereicht? Ich weiß es nicht. Ich meine, ist egal, ich habe eh schnell zur Runde, aber ich wollte jetzt eine 1,50er Zeit fahren. Okay, wir sind wieder vor Norris. Das ist gut. Das Wichtigste ist allerdings, sind wir wieder vor McLaren? Nein, sind wir nicht. Ah, schade. Ja, Norris hat nicht schlecht Punkte geholt. Ricciardo war nur 16. Okay. Also wir haben auf jeden Fall aufgeholt auf McLaren, aber wir haben sie nicht bekommen. Ah, Sponsoring. Ich würde sagen, wir können uns eigentlich einen anderen Sponsor holen, oder? Das ist ambitioniert. Unter den besten vier abschließen. Aber es könnte machbar sein. Komm, machen wir das. Na gut, dann geht's als nächstes nach Holland. Also da sehen wir uns dann wieder. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis dann.